Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Skybounce. Zuerst mal möchte ich mich entschuldigen dafür, dass am Sonntag nicht, wie von mir geplant, ein Video kam. Das lag daran, weil ich über das Wochenende in Potsdam war, beziehungsweise ich mit meiner Familie, es war ja Muttertag und so weiter. Darum, ja, hatte ich vergessen vorzuproduzieren. So kam es, dass ich dann kein Video vorbereitet hatte. Deswegen kommt heute wieder eins. Andererseits konntet ihr auch sehen, dass ich versuche, meinen Uploadplan ein wenig mehr zu füllen. Darum, ja, versuche ich, dass mindestens 4 Videos pro Woche kommen. Ich hoffe, das schaffe ich. Allerdings sieht es momentan so aus, als würde ich nicht so viel schulisch zu tun haben. Deswegen denke ich mal, dass ich diesen Uploadplan erstmal eine Weile so beibehalten kann. Nachdem das geklärt wäre, hatte ich am Anfang gleich erstmal eine Frage. Dazu gibt es hier oben jetzt auch eine Abstimmung. Und zwar hatte Dr. Banks ja vor Ewigkeiten mal ein Projekt, beziehungsweise das Projekt Minecraft School gespielt. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Ich habe das auch noch nicht geguckt. Das heißt, ich weiß nur, dass es unglaublich geil gewesen sein sollte, und das haben auch sehr viele Leute gefeiert. Und ich wurde gefragt, ob, wenn das Recoming von School sozusagen rauskommt, das heißt, wenn der Server von Dr. Banks dieses Projekt startet, ob ich das dann auch spielen will. Momentan gibt es halt immer das Problem, dass die Leute sagen, du hast es voll von Banks nachgemacht. Ja, ich spiele zufällig dasselbe Projekt wie er. Aber wenn ihr mal auf die Upload-Zeit guckt, wann mein erstes Video auf Skybounce war und sein erstes, dann werdet ihr feststellen, dass ich eher da war. So, nachdem ich das hier nochmal gesagt habe, hoffentlich nicht nochmal sagen muss, weil ich das sehr oft sagen muss, hier oben bitte einmal abstimmen. Soll ich dann, wenn Minecraft School rauskommt, mit auf dem, oder soll ich dann Minecraft School Let's Playen? Ja oder nein? Jetzt hier mal abstimmen. So, nächste Sache, die da wäre, ich habe krass viele Ore-Seed-Boxes. Ihr seht hier mehr als 2 Stacks Level 3 Dia Ore-Seeds, hier mehr als 1 Stack Emerald Ore-Seeds Level 3. Und das ist das, was ich gerade richtig feiere. Es dauert nicht mehr lange, bis ich den Blackshaw-Rank bekomme, beziehungsweise steht inzwischen kaum noch was entgegen. Ich habe zur Anmeldung in das Blackshaw-Network schon so gut wie alles erledigt. Ich muss praktisch jetzt nur noch eine Zahlungsmethode angeben, beziehungsweise, ja, habe ich ja schon mal erklärt in dem Video, was es ist. Das heißt, die Werbeeinnahmen bekomme ich dann von Blackshaw, nicht mehr von YouTube zugesendet. Da sich das eh in Grenzen hält, könnte ich das auch weglassen, aber es muss trotzdem mit, lol, was war das denn? Das war jetzt total verwirrend, aber ich muss trotzdem etwas angeben. Allerdings habe ich nicht vor, so allzu viel zu monetarisieren. So, jetzt öffne ich hier mal diese 15er Ore-Seed-Box und hoffe, dass ich was Geiles bekomme. Bingo, also an den kompletten Eisenteilen vorbei. Diese Aufgabe wird Glück bringen, das weiß ich jetzt schon. Das hört man schon an den schönen ganzen Windows-Geräuschen. Bang, nochmal eine Ore-Seed-Box. Okay, geil. Ja, und danach werden wir noch etwas richtig, richtig Geiles machen. Und zwar wurde mir von Benonato HD ein Transmogrifier Stone 3 Buch gefunden, geschenkt in der Warzone bei Skydrop. Und was das macht, das werdet ihr gleich sehen. Das ist eins von den neuen Tränken. Das werde ich mir dann zusammenbrauen und das ist richtig geil. Ich würde sagen, das hier spule ich jetzt erstmal vor, weil es ziemlich langweilig ist. Ihr seht dann gleich das Resultat. Ah ja, nachdem ihr, also erstmal hier seht ihr so das Resultat. Ich wurde auch schon wieder von jeder Menge Leuten angeschrieben, unter anderem auch, ob ich das, was ich im Tutorial gebaut habe, meinen Tinson Generator baue. Und da muss ich sagen, nein, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf, denn ich habe genau dafür das Tutorial aufgenommen, dass ich nicht mehr gefragt werde, hey, Tinson Generator hier, mach mal Tutorial oder bau mir mal bitte. Dafür ist der eigentlich da, oder das Tutorial. So, ja, wurde in den Kommentaren geschrieben, dass es unglaublich viel bringt, wenn man ein anderes Texture Pack nimmt und ich soll mal in die 1.8 wechseln. Das heißt, ich spiele ab jetzt in der 1.8.9 und mit dem Texture Pack Faithful, wie immer in der Videobeschreibung, auch nochmal der genaue Name geschrieben, falls ihr euch das auch holen möchtet. Denn mir wurde gesagt, dass es gerade bei PvP viel aufs richtige Texture Pack ankommt. Und darum, ja, habe ich mir mal eins geholt, was etwas mehr PvP-mäßig ist.
Ich möchte natürlich jetzt kein so krasses PvP-Texture-Pack haben, denn ich will ja diese, die so rot und blau alles umrahmt haben und Kisten so knallrot und innen blau, das sieht irgendwie hässlich aus. Darum fände ich Fateful eigentlich ganz gut, weil ich die Default-Textures auch ganz in Ordnung finde eigentlich. Einzige, was mich stört, diese verbundenen Texturen von Optifine, die funktionieren bei dem Texture Pack und die funktionieren bei dem Texture Pack einfach nicht, falls jemand weiß, was man dagegen machen kann oder ob ich einfach zu blöd bin und nicht weiß, wie das geht. Mal in die Kommentare schreiben, ob das doch irgendwie geht. Das wäre nice, denn so sieht das echt hässlich aus mit dem Glas. Und wenn man das dann, wenn das so schön connectet, dann sieht das hübsch aus. Oh. Kommen wir jetzt zum Hauptteil der Folge. Und zwar, oh, hier übrigens meine Spitzhacke. Transmogrify Stone 2. Wo ist die Dreierpotion hin? Ach du Gott, wo ist es hin? Ach du Gott, ich bin bestens vorbereitet. Ihr seht's. Irgendwo hier eine Ender Chest? Nicht? Hä? Also ich bin mir zu 100% sicher, dass es hier irgendwo war. Ich weiß nur nicht mehr, wo so genau. Ich hatte das schon mal in eine andere Kiste zusammen mit Materialien dafür getan. Okay. Also, Transmogrify Stone, was das macht, seht ihr gleich noch. Erstmal, was brauchen wir? Okay, Stone 64, ihr seht, da war schon was vorbereitet. 48 Blaze Powder. Emeralds, Arcane Power, Glass Bottle. Okay, das heißt, ich suche hier mal zusammen. Ich brauche 48 Blaze Powder. Das heißt, hier, zack, das nach da. Eine Wasserflasche. Was war das noch? Emeralds. Muss ich mal gucken, ob ich hier unten überhaupt noch welche vor. Ja, kein Ding. Okay. Das heißt, hiervon habe ich auch ein paar. Ja, warte. So, 18 Stück waren das, glaube ich. Oder? Wie viel waren es? Ja, 18 Emeralds. Und hier habe ich schon vorbereitet: ein Emote Stone, ein Legendary Relic, eine Ancient Rune, ein Stack Stone. Jetzt brauche ich noch Arcane Dust. Davon habe ich hier auch genügend, sag ich mal. So, jetzt braue ich das mal zusammen. Eine Flasche. Zack, zack. So, 64 Stone. Ein Ancient Rune. Ein Legendary Relict. Ein Immortal Stone. Und es fehlen noch Arcane Dust. Genau, 250. Wie viel sind es jetzt? Noch 168. Oh Gott, ich glaube, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Okay, dann muss ich mir noch mal ein paar Sticks hiervon mitnehmen. Nochmal das Ganze. Hier eine Flasche rein. Emerald. Blaze Powder. Emeralds. Stone. Ancient Rune. Legendary Relict. Immortal Stone. Ah, das tut so weh mit dem Immortal Stone. So, und jetzt Arcane Dust. Arcane Dust rein. So viel wie gebraucht wird. Noch 58 mehr. Ups. So. Und da ist der Transmogrify Stone. 3 Potion. So, was macht er jetzt? Er verwandelt umliegende Blöcke, Steinblöcke, in Random Ores. Das heißt, dafür sind auch hier diese ganzen Steine da. Das heißt, hier diese Steine, die ich jetzt um mich drum herum platziere, werden, wenn ich den Potion werfe, zu Erzen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier so einen riesigen, krassen Haufen Steine bauen, auch noch ein bisschen Cleanstone kaufen. Seht, hier ist schon ein kleines bisschen was vorbereitet. Vielleicht nehme ich auch einfach ein bisschen Cobblestone von uns und guck mal, ob ich hier in diesen Öfen ein bisschen was mache zu Cleanstone. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier eine große Fläche voll Cleanstone ausgefüllt habe. Gut, es wäre jetzt hier alles komplett fertig mit Stein ummantelt. Ihr seht, dieses Ding
Das ist einfach. Oh lol, ich bin einfach in die Lava rein. Das ist einfach absolut riesig. Ich meine, guckt euch an, das ist einfach so ein fetter Steinklotz. Und Sleeping Creepy hier, der Typ, der hat mir geholfen. Und ich hatte eigentlich letzte Woche schon mal versprochen, seine Insel zu zeigen. Die ist nämlich mega krass. Wenn ihr euch das mal anguckt, das ist so eine riesige. Oh, hier die Glapis. Das ist eine riesengroße, fette Insel hier. Hier unten, ne, ist, haben den Iron Golem Grinder. Warte, ich glaube nicht hier der, sondern der hier. Nicht? Doch, ja, genau, hier. Und ihr seht, hier sind solche Streifen voller Iron Golem Spawner. Und das spawnt so enorm krass viel. Da unten ist auch so ein AFK-Point, dass nichts außer den Spawnern geladen ist. Hier sind jede Menge Shops und ich finde generell einfach diese Bauart, so wie das hier gemacht ist, geil. Mit diesem ähnlichen burgartigen Stil. Hier sind zum Beispiel auch die Spawner. Das hier scheint noch nicht fertig zu sein. Genau, hier geht es zu den Spawnern und ihr seht, hier sind auch jede Menge Spawner. Insgesamt sind da, glaube ich, 40 Zombie-Spawner oder so hier drinne. Und hier unten geht es dann zu den Grindern. Ich finde die Inseln so krass. Ich kenne mich zwar noch nicht in allen Räumen aus, aber ja, wow, einfach nur wow. So, ja, also wie bin ich überhaupt da drauf gekommen? Ah ja, genau, der Typ hat mir geholfen. Und um diesen riesigen Steinklotz zu bauen, hat er auch jede Menge Cleanstone dazu gespendet. Und ich zähle jetzt mal hier nochmal ab. 10 Blöcke in jede Richtung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 11 in jede Richtung, lol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke in jeder Richtung. Okay, mir scheint, als hätte ich mich da verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nein, es passt. Doch, das heißt, ich kann mich jetzt hier reinstellen. Und muss dann den Potion auf den Boden werfen. Ich frage nochmal nach. Auf den Boden? Ich glaube, ich muss rein und den dann auf den Boden werfen. Oder muss ich ihn auf mich drauf werfen? Das weiß ich noch nicht. Ich warte mal kurz. Hui, schön fallen. Runtergehen und dann auf den Boden. Okay, dann mache ich das jetzt. Das sind, warte mal, wie viele Erze sind das eigentlich? Das sind 21 mal 21 mal 10. 882 Erze. 3, 2, 1, bam! Lol, das baut sich so. Man sieht so. Ich will sehen, wie das aussieht. Geh da weg. Nein, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will sehen, ob sich das, ob man irgendwie sieht, dass sich das aufbaut. Lol. Hier sind irgendwelche seltsamen Zahlen. Nein, ganz viel Cleanstone. Okay. Jetzt scheint es zu dauern. Kann man hier von der Seite das vielleicht sehen, wie sich das aufbaut? Ich muss sagen, das sieht schon. Das sieht jetzt schon mega krass aus. Ich glaube, oder es klingt zumindest so, als würde es noch weitergehen. Guckt euch das an. Das ist einfach alles voller Erze und das Teil ist ja massiv. Das habt ihr ja gesehen, gell? Also. Lol. Hier Sleeping Creepy, die haben jede Menge Transmogrify 1 Potions gebraut. Und der hat mir jetzt so einen gegeben. Den werfe ich jetzt hier hin und ihr seht, auch der bringt es schon richtig krass. Nehmen wir an, wer hat verzählt oder sowas und. Boah, Alter, das ist überkrass. Hier ist gleich ein riesiger Haufen komplett voller Erze. Komplett voller Erze. Geh nochmal runter. Scheint so, als würden diese Teile hier so sozusagen die Erze drumherum generieren, sozusagen Rüstungsstände oder weiß nicht genau, was das ist, aber ich nehme an, dass diese Sachen dafür zuständig sind. Lol, RIP. Dass die dafür zuständig sind. Boah, die Enderperle habe ich perfekt geworfen. Trifft sie mich? Nein, schade. Komm schon jetzt. Als ob, ich bin zu unfähig dazu. So. Boah, das gibt's doch nicht. Ich baue mir jetzt eine Treppe aus solchem weißen Glas. Jetzt. Zack, ich bin oben drauf. Okay, ich nehme an, das dauert jetzt ein bisschen, deswegen mache ich hier nochmal eine Cut, bis es fertig ist.
Okay, also Sleeping Creepy hat mir gerade hier so einen von diesen Steinen gezeigt, der diese seltsamen Partikel hat. Muss ich so, und ich soll den mal abbauen. Ich bin gespannt, was dann passiert. LOL! LOL. Hat man da irgendwie eine Un-Drop-Chance oder was ist das? Was ist das? Ich will das wissen. Das muss man mit allen hier machen? Okay. Na, dann bin ich mal gespannt. Ich baue mich hier auch mal parallel mit lang und ihr seht, das Ding ist massiv voller Erze. Na gut, es ist massiv, sagen wir so. Nicht unbedingt voller Erze. Jetzt bräuchte ich vielleicht Night Vision oder Fackeln oder sowas. Ah, hier ist der nächste. Ich baue ihn ab. Immortal Stone gedroppt. GG. Damit habe ich jetzt hier praktisch schon fast alles wieder drinne, was ich reingesteckt habe. Ein Immortal Stone. Ein Legendary Fragment, Relikt. Geile Sache. Und hier ist noch eins. Hier sind noch zwei. Lol. Wo ist der nächste? Hier müsste das sein. So, genau, da ist der nächste. Noch ein Immortal Stone. GG. Oh mein Gott, das Zeug ist ja richtig krass. Das heißt, wenn du einmal das Zeug gewastet hast, dann bekommst du das locker wieder rein. Ich glaube, hier war sogar noch irgendwo jemand. Ah, hier war noch einer. Ah, ja, gut, Ancient-Rune. Geht so, aber Alter, ist das krass. Ihr müsst mal gucken, mein Inventar ist jetzt schon überfüllt mit Zeug. Na gut, größtenteils könnte das natürlich Cleanstone sein. Allerdings sind da auch jetzt schon so viele Erze drinne. Konnte er gerade crushen? Allerdings, was ich vermute, es steht da im Umkreis von 10 Blöcken, aber es sieht aus, als würde das in die Höhe irgendwie nur 5 Blöcke machen. Vielleicht geht das halt, denn beziehungsweise es geht hier nicht bis ganz hoch, oder? Geht es bis ganz hoch? Muss ich mal gucken. Ich dachte eigentlich, dass es nicht bis ganz hoch geht. Aber ey, das ist so krass. Ganz viele Erze. Lol, hier liegen auch überall Erze rum. What the fuck? Wie sind die denn hier hochgekommen? Hä? Okay, muss man nicht verstehen. Ja, ihr seht, das hier ist irgendwie nicht massiv. Ich weiß nicht genau, ob das doch nur 5 Blöcke geht, aber boah, ist das krass. Hier, 1, 2, 3, 4 Blöcke. Hat das da nicht mitgemacht in die Höhe? Ich nehme an, die 4 Blöcke wären nach unten gegangen. Boah, ich muss jetzt erstmal kurz das Thumbnail machen. Tut mir leid, ich muss erstmal kurz Aufnahme unterbrechen. Okay, dieses Zeug ist einfach nur krass. Ich baue das Zeug jetzt mal ab. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen, denn, also ich muss selbst erstmal darauf klarkommen. Ich nehme an, wenn wir uns das nächste Mal sehen, habe ich irgendwie 2 oder 3 Millionen. Ja, zum Schluss der Folge, bevor ich das hier weiter abbaue, werde ich erstmal mein Inventar ausleeren. Ja, das auch. Zack, erstmal hier rein und gehe auf die Insel von Benonato HD. Denn dieser, wie gesagt, hier kenne ich ziemlich gut den Typen. Der hat ein kleines Geschäft, in dem er Feuerwerk verkauft. Er macht diese schönen Feuerwerksraketen. Ich nehme jetzt mir einfach mal hier von denen, wo viele da sind, welche raus und place die mal irgendwo, wo schön frei ist, so zur Feier des Tages. Und der verkauft die, beziehungsweise erstellt solche Feuerwerksraketen oder auch Banner für Money oder als Trade gegen irgendwas anderes. Und ihr seht, hier sind einerseits hübsche Feuerwerksraketen dabei. Ihr seht, hier sind auch noch ganz andere mit Übergang zu Gelb und einem Schweif. Ich glaube, davon teste ich jetzt auch noch mal eine aus. Das Problem ist, die sind halt ziemlich schwierig zu machen. Man braucht jede Menge Gunpowder dafür. Ah, oh, die ist schön. Und wenn ihr da, keine Ahnung, feiern wollt oder einen Immortal Shard öffnen wollt und dann ein Feuerwerk braucht, dann wäre Benonato AD genau der Richtige, den ihr dann anschreiben könntest. Natürlich ich muss jetzt natürlich mehr Werbung für seinen Shop machen. Immerhin sponsert ihr mir auch welche. Mal gucken, sind eigentlich welche drin in dem Shop? Nee. Okay. Das heißt, wenn ihr das wollt, dann schreibt ihn mal an. Ich nehme an, er macht auch Banner. Das hat er zumindest das letzte Mal gemacht, als ich ihn gesehen habe. Ansonsten hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Es war einfach nur überkrass. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.